offline. Gut. Oder sind alle explodiert, was weiß ich. Piratenfrachter, PR-Werfer. Ah, was schießt denn da auf mich? Oh, Bombe. Ja. Helinox-Verteiler, da schieße ich mal drauf, was das Zeug hält. So, wir fahren ein bisschen schon weg rückwärts. Mir fällt auch mal die Schadensanzeige von dem Ding sehe. Hoffen, dass wir nicht sterben unterwegs. Oh oh. Nein! Verdammt! Ah, so knapp davor. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, ja, komm. Ja, ja, bla bla. Komm, gib Gas. Ich bin auf A markiert, ja, ja. Das scheiß letzte Torpedo. Wenn der nicht gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gewonnen. Naja, desto nah bis ich habe es eh für den Arsch. Das kannst du ja mal sonst wohin stecken. Wo sind jetzt die Strömung? Komm, ich hab's eilig. Komm schon, Strömung. Strömung, ström mal ein bisschen. Komm schon, Ströme. Ich will endlich ein neues Boot haben. Aufschaltung geortet. Ach ja. Scheiße, soll man da den Motor ausmachen und sich durchtreiben lassen, aber das dauert viel zu lang. So fahre ich immerhin 130. 140? 150? 160? Wow, 170? Ausschaltung. Nee, für 170 hat es nicht mehr gereicht. Guck mal, eine Mine. Viele, viele bunte Minen. Die sind wirklich recht bunt. Das ganze Spiel ist recht bunt, möchte ich sagen. Hat aber was. Ich mache die Steuereinheit erstmal platt. Diese Steuereinheit, die mache ich platt. Die mache ich platt, platt, platt. Ja, die mache ich platt, platt, platt. Ja, ich bekomme von der Patrouille zurück. Oh, schön. Dann soll ich mich vielleicht beeilen. Hey, wer schießt denn da jetzt auf mich? Das geht ja mal gar nicht. Bin ja noch nicht fertig. Schießt auf jemand anderes. Was? Warum? Wer hat mich schon wieder Schaden gemacht? Ich habe nichts von Torpedo gehört. Dieser scheiß andere Verteiler, den ich in die Luft jagen muss. Nein, 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 nein. Helinox-Verteiler. Wow. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, wenn man hier alles einzeln tötet. Von wo denn? Ich kann mich jetzt nicht umdrehen. Schieß doch mal auf meine linke Seite! Ihr Arschgesichter! Ich sehe natürlich so nicht mal, wie viel Schaden das Ding noch hat. Ja, stirbt das Ding bald? Oh, weg hier, weg. Weg. Wohin überhaupt? Was? Ist doch in die Luft geflogen? Ja, weg. Weg. Ja, ja, weg. Ich flieg wirklich 70 km. Ja, ja. Oh, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. War doch ein Kinderspiel. Das ist Arbeit, Flynn. Ich habe Farelli bereits über alles informiert. Da warte ich in Neopolis. Dann werde ich mich mal aufmachen. Nein, erstmal werde ich mein Schiff reparieren. Also diesen Schrotthaufen, der sich Schiff nennt. Wow, 481. Uiuiui. Die haben mich ja ordentlich schön. Trifft Benny Spawn in Neopolis. Goldgeschnitt Neopolis, Neopolis, Neopolis. Ich glaube, ich muss nach Neopolis. Sagt mir so ein Gefühl. Neopolis. Ach ja, richtig, ich habe das Goldgeschmal ja auch noch an Bord. Überfall, das war im Goldtransport, die Piraten nicht auf sich warten lassen, war ja klar. Dieser kennst du, er heißt Carlos Fleischmann.
Yeah, der bringt Fleisch mit. Ist ein schmieriger Rassist, aber auch ein verdammt guter Kämpfer. Und auf einmal wird er klar, was es heißt, in der Oberliga zu kämpfen. Ach, das war doch dieser... War das nicht dieser Typ da, der uns jetzt hasst? Hey, Kleiner, ich will nur eins, das Gold, her damit. War das nicht der Typ, der vorhin irgendwie rassistisch zu uns war und unser Freund war und sowieso und überhaupt? Naja, jagen wir ihn. Wow. Das ging schnell. Das ging überraschend, unerfreulich schnell. In der Oberliga zu kämpfen, ja. Aufschaltung geortet. Achtung, Torpedo. Ah, fickt euch, ihr scheuen scheiß Torpedos. Ist nur noch eine Frage Zeit, bis der erste meint, du hast auch Torpedos, benutze sie doch mal. Ja. Oh, was haben denn die für Torpedos hier? Willst du dir eines mit uns aufnehmen zu können? Nein, bilde ich mir nicht ein. Ich glaub's nicht. Was? Er hat mich auch. Was zur Hölle? Hör doch auf, ständig Torpedos auf mich zu schießen. Das ist nicht lustig. Boah, vor allem sind es schon wieder so viele. Wo ist dieser Kacktorpedo? Ich will endlich ein richtiges Schiff. Nicht diese scheiß Schrottkiste, wo ich nichts reinbauen kann. Aufschaltung geortet. Nicht mal ein Getränkehalter ist hier Platz. Ah, flieg zu. Ah, jetzt hat er mich schon wieder getroffen. Was? Nein! Ach, flieg schon los! Da kommt man einmal auf die falsche Taste und dann das. Ich hab nicht mal ein Getränkehalter in dieser Schrottschüssel. Und gekühlten schon gar nicht. Brrr, Scout TF5. Bist du gut wie tot, ja, ja. Carlos F. Carlos, fick dich. Wow, ich glaube, den muss ich mal töten. Dann hört es vielleicht mit den Tornados, ja. Torpedos auf. Wo ist er denn? Ach, ich hasse sowas. Komm schon. Ach, das Ding hat null Wendigkeit. Das Ding wendet, ne? Wie ein Stein, den man geschmissen hat. So wendet das Ding. Das Fleisch noch getötet, belassen wir es dabei. Wie? Erst hier auf groß. Was du brauchst, Film bei NAF AFIN. Willst du mich verarschen? Ach kommt, ey. Ihr haut jetzt ab, na meinetwegen. Tschüss. Ich pack's nicht. Ach so, okay. Hallo, Ehrenwerter Flint. Hier spricht Itzhak Sey. Name meines Clans. Danke für den Transport des Geschmeides. Danke dir, Sey, für die fürstliche Belohnung. So, Doc. Ein Waffenlager. Waffenhändler. Ich glaube, ich kann mal so richtig einkaufen gehen, wenn ich mein neues Schiff habe. Spiel speichern. Wir speichern nur auf den ersten Speicherstand, weil ich nur da speichern kann. Na klar. Quartier Gamma. Blind. Lautes Kobold, blind, ja. Zack, bist du nicht angekündigt. Du nimmst deinen Job. Ich übernehme jeden Job, wenn er gut bezahlt ist. Gut, du sollst ein Versorgungszentrum der Piraten in der Nähe von Neopolis zerstören. 4000 Credits sind drin. Also, schon gesehen. Ja, ja, gesehen habe ich das. Quartier Better. Ich bin Benny Spoon, Chef der Watchmen. Ich hoffe, dass Spencer dich geschickt hat. Ja, yeah, Spencer, meine, du könntest mir einen Job besorgen. Klar, kann gute Männer gebrauchen. Viel von dir gehört, Flint. Und du fällst vor Anbietung nicht auf Energie. Danke, ich tue mein Bestes. Gut, also einen Job habe ich. Nicht, dann lass hören. Piraten machen Arbeit. Sie haben Schiffe vor Choose 1 stehen. Okay, ich soll dahin und das Schiff auf den Grund schicken.
Genau, einverstanden. 3,5 Mill ist für dich, wenn es klappt. Also, bin dabei. So, jetzt muss ich noch mit diesem anderen Hanskopf reden. Kommt er da? Ich muss sagen, du immunierst mir. Was sagst du zu einem weiteren Auftrag? Ich sage ja, wenn das soll, stimmt. Dein Ruhm spricht sich schon rum. Die Föderationsregierung hat sich an mich gewandt. Das oberste Gremium, Glückwunsch, Ferrelli. Oh, danke, aber die Lorbeeren sind allein für dich. Die haben einen Auftrag, Flint. Ein Regierungsjob welcher Art? Schau nicht so misstrauisch, du bleibst dein eigener Chef. Was muss ich tun? Was würdest du einen Auftrag sagen, dass der dich nach Skranaka, keine Ahnung, führt? Das Herz der Piratenfestung von Gibraltar? Heikel. Ich habe mit Adrian Peacock und General Cox gesprochen. Peacock, Cox, oh Gott. Ich bin in der Lage, dich dort einzuschleusen. Soll er drum spionieren? Genau, ne, das würde General Cox sagen. Er wartet auf den Zentralplatz auf dich. Na, wie ist etwas? Okay, rede mal mit Cox. Vielleicht schreibt man wieder an. Oh, das ist voll falsch auf. Ich speichere es nochmal. Ja, Zentralplatz. Ja, bitte. Mein Name ist Adrian Flint. Varelli sagt, ich soll mich an dich wenden. Ah, Flint. Varelli war zufrieden mit dir. Yeah, es sagt, du hast einen Auftrag für mich. Natürlich. Guter Job für einen guten Mann. Es geht nach Skranaga, dem zu Captain Sorrow und Konsorten. Mord, Spionage, was soll ich tun? Vor allem wenig, von allem ein wenig. General Pico kann dir näher dazu sagen. Okay, ich bin dabei, jetzt gleich. Später, ich habe meinen kleinen Auftrag für dich. Wen soll ich das denken, General? Vorläufig niemanden, zieh dich mal um. Was fällt dir in Neopolis besonders unangenehm auf? Ist die Wärme isolierten Anzüge der Frauen neuerdings zu weit und unweiblich sind? Richtig, aber gegen Modedesigner dürfen wir nicht mit Söldnern vorgehen. Was manchmal schade ist. Also, was gibt's? Was gibt's zu tun? Für diese verdammten Mockhühn-Jünger? Ja, yeah, sie waren Flugblätter und versuchen, reiche Bürger zu missionieren. Lovebombing nennen sie es. Ich nenne es Geldködern. Die Mock-Sekte ist ein ernstzunehmendes Wirtschaftsimperium. Zum Settlement Day kommen mehr von den Jüngern als gewöhnlich. Sie will dann Geschäfte. Mehr als das. Sie haben was vor. Die ganze Nordatlantik schwappt über. Sie haben eine gottverdammte Armada losgeschickt. Du musst rauskriegen, was läuft. Ich soll also mit ihnen reden, unauffällig, rauskriegen, was sie vorhaben. Exakt. Wir wissen zwar, dass sie die Avantgarde ihre Boote vor der Dänemarkstraße sammelt, aber nicht warum. Dänemarkstraße, was zum Teufel haben die dort zu suchen? Na, Dänemark, ja. Wenn es raucht, spreche mit ihnen. Sie missionieren häufig in den Bars herum. Treffen uns dann wieder. 500 Credits, wenn du was rausfindest. Also, ja. Bars. Mockjünger. Loon-Freund. Loon? Was bedeutet das? Das Licht, aus dem der große Gott Mock herabgestiegen ist, um die Erde zu umwandeln. Du meinst Mock findet jetzt... Ich hoffe, du liest Urflächenklassiker. Er ist inkarniert um den göttlichen Teppich aus Algen, der alle Ozeane umspannt. In dem Mach. So hat er sie in den Algengeschicht verwandelt. Er will, dass Aqua in Finsternis getaucht ist, damit sich hier unten der Kampf zwischen Gut und Böse vollenden kann. Jenseits der Schicht an der Oberfläche verwandelt Mock tote Erde in ein blühendes Paradies für seine Kinder. Ja, genau. Ein Kampf zwischen Gut und Böse? Erzähl mir mehr davon. Interessiert mich total überhaupt nicht. Mock wird mit den Herren der östlichen Finsternis kommen, alle Ungläubigen zu vernichten. Selber. Was zum Teufel sind die Herde der östlichen Finsternis? Seine Geburtswehen Mocks, oh Gott. Die Ungläubigen werden dort werden durch ihr Eisen sterben. Die Heere kommen von dort, wo kein Mensch seit Jahrhunderten mehr war. Sie atmen kein Gas wie die Sterblinge, sondern flüssiges Blut. Erzähl mir mehr davon. Die klingen nett. Du wirst sie kennenlernen, die Heere. Sie sind nur sinnlos prophezeit. Ihre Waffe ist der Groll in der Tiefe. Sie wird eure Städte vernichten. Warum redet ihr religiösen Friedensstifter von Heeren, Waffen oder Krieg? Die Geburtswehen Mox sind ebenso schmerzhaft wie Wehen der Weiber. Nur durch Leid wird neues Leben geboren. Krieg und Wald sind die Garanten einer besseren Welt. Na klar. Weiß ich ganz nichts von all dem. Du bist auch nur ein Lügner. Brauchst Beweise? Dann folge uns. Im hohen Norden, wo Mock einen Teil des ewigen Eises nicht bedeckt hat, können wir den Schein Dun sehen. Wir alle sind, was das letzte Mal hat aufgebrochen, ehe Aqua vernichtet wird. Meinst du, es ist ein Weg zur Arktis, um dort Tageslicht sehen zu dürfen? Du weißt, dass dieser Teil Aquas militärisches Sperrgebiet ist. Es gibt keine Grenzen und Sperren für die Kinder Mocks. Da wäre ich mir nicht so sicher.
Scheinst, du wolltest Beweise, Ungläubiger. Komm mit und sieh den Schein nun selbst an. Oder schweig für immer. Leb wohl. Ja, Sektenanhänger haben immer so einen leichten Schatten. Oh, hier hast du was rausgekriegt, Flint. Oh Mann, das sind voll übergeschnappte Quatschköpfe. Zähl mir mehr. Ich habe mich so gereizt, dass er den Grund für die Wallfahrt verraten hat. Wallfahrt, naja. Was ist der Grund? Mock und Nehm eine Wallfahrt zum Polarkreis. Dort unter dem Eis können sie etwas Oberflächenlicht sehen. Das Licht steht für Loon, die Inkarnation ihres Gottes. Das Licht für die Oberfläche ist also für sie ein Blick ins Paradies. Für diese Situation wird es mit 500 Credits belohnt. Was ist nun das Problem? Der nördliche Polarkreis ist ein militärisches Sperrgebiet. Die Atlantische Föderation hält dort einen Wach- und Entwicklungsposten. Ja, ich weiß, die Neville Naval Base. Genau, ist so riskant, wenn die Mock etwas darüber erfahren. Was wirst du also tun? Fahr hoch zur Basis in Dänemarkstraße. Dort muss ich sie abfangen. Du bist inzwischen mit Admiral Peacock. Findest ihn in Deep Rock 2. Also, die Piraten warten. Yeah, noch mehr Kohl. Jetzt habe ich schon wieder Geld. Und immer noch ein neues Schiff. Ach, eine Mission machen wir noch. Eine geht noch. Das Versorgungszentrum. Was muss ich denn da machen? Keine Ahnung. Das Versorgungszentrum der Piraten. Das Versorgungszentrum der Piraten, vor dem alle Angriffe gestartet wurden, liegt am Ende eines Kennens und durch geschützte Menge Sicherheit. Ein Bomber hat nur die Aufgabe, das in dieser Station befindliche Kontrollzentrum zu infiltrieren. Wenn er aber nicht von den Geschützturm erledigt wird, ist es deine Aufgabe, das Gebäude für die Vollkontrolle zu zerstören. Du hast 4 Minuten Zeit. Dring in den Canyon ein und folge einem kleinen Seitencanyon in linker Hand. Dort wirst du in eine Strömung geraten, die dich direkt am Hintergang wieder entlässt. Dort steht die Feuerkontrolle, die möglichst schnell ausgeschaltet werden sollte. Vorsicht, die Feuerkontrolle wird von Panzern geschützt. Das Gebäude zerstört, dring in das Zentrum ein und beschütze den Bomber. Missionsziele: In Canyon laut Anweisung vordringen. Eine Strömung treibt dich direkt zu bei der NAV A gelegenen Feuerkontrolle, die vernichtet werden soll. Dringe dann bei NAV B durch den Hintereingang zum Zentrum bei NAV C vor. Beschütze den Bomber bei seiner Aufgabe. Die Geschütztürme orten passiv, da wäre es ratsam, möglichst geräuschlos zu sein. Eine Möglichkeit, die Panzer von seiner Feuerkontrolle wegzulocken, wäre sehr sinnvoll. Die Panzer. Benutze einen Torpedo mit großer Sprengkraft, um das Gebäude schnell zu erledigen. Ich drücke natürlich wieder das Schiff. Feuerkontrolle gibt mir die weiteren Anweisungen. Ja, ja. Wir starten Angriff in etwa 4 Minuten. Ja, ja. Vom Canyon nimmt die linke Abbiegung. Leg doch schneller, du Schrottkarre. Schrottkarre, ja, ja. Schubkarre. Ich habe eine Schubkarre unter mir. So fliegt sie, das Ding. Ja. Na komm. Links? Links ist da, wo rechts ist. Aber rechts ist doch gar keine Abgabelung. Verstehe ich nicht. So, 4 Minuten, dann beeilen wir uns besser mal. Dann komme ich in die scheiß Strömung. Ich halte mich lieber unten, bevor ich in diese lustigen Bälle reinfliege. Bleib unter 50 Meter. Sie können dich sonst orten. Oh Gott. Ich bleibe freiwillig unter 50 Meter. Keine Sorge. Müsst ihr nicht auch irgendwo mal die Strömung oder so einsetzen? Oder habe ich mir da falsch gelesen? FNAF A. Fracht. Geschützturm CV1. Aufschaltung geortet. Hallo. Ich fliege einfach weiter. Ah, da kommt es. Dingsbums, die Strömung irgendwann mal an. Hm, wir fliegen einfach weiter. Aufschaltung geortet. Einfach weiter. Jetzt will ich die Strömung tragen und sei leise. Ich bin immer leise. Aufschaltung geortet. Wo muss ich denn hin? Was ist denn dieses scheiß Stromversorgung? Nein, Feuerkontrolle. Hallo? Nein, ja. Boah, na endlich. Torpedoturm. Was muss ich zerstören? Die Feuerkontrolle oder zerstöre die Feuerkontrolle? Schieße ein Torpedo ab. Mit nicht so großer Sprengkraft. Oh, ich hab noch. Wie soll ich denn den Panzer da weglocken, hä? Versteh ich nicht. Ja.
Ach komm. Ich will nur schnell diese Mission hier machen. Treasure Shark. Und die Torpedos sind alle scheiße am Anfang, finde ich. Ich nehme mal einen Treasure Shark. Shark ist immer gut. Torpedo bereit. Gut. Ich könnte ihn nachher abschießen. Ach komm. Oh Mann. Ja, schön. Wie soll denn die Panzer da weglocken? Keine Ahnung. Bleib unter 15 Meter, sie können dich sonst orten. Ja, toll. Ruckel. Ruckel, ruckel, ruck, ruck, ruck. Ruckel, ruckel, ruck, ruck, ruck. Ich hoffe, ich habe die 4 Gigabyte Trennung wieder gemacht, sonst habe ich jetzt eine sehr lange Folge, die ich mühsam auseinanderschneiden muss. Das wäre nicht so gut. Guck mal, ein Gegner. Ziel erfasst. Aufschaltung geöffnet. Ziel identifiziert. Ja, ja. Schalt du mich mal auf. Schalt lieber mal den Fernseher ab. Haha, ha, abschalten, Ziel kapiert. Verloren. Ziel erfasst. Aufschaltung geortet. Ich könnte auch direkt einfach Vollgas reinfliegen. Ich muss eine Strömung tragen. Vielleicht funktioniert das ja besser. Aufschaltung geortet. Ziel Navigationspunkt erreicht. Ach komm! Wie soll ich dich ablenken, bitteschön? Ach. Ja, ja. Ich meine, ich sehe da nichts, was ich irgendwie. Ich könnte die Türme beschießen, ja, aber das wäre ein bisschen bescheuert. Vielleicht soll ich mir auch dickere Torpedos kaufen. Ach nein. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin kein Freund von diesen Dingern. Ich weiß auch nicht warum. Ich treffe damit immer irgendwie nichts. Ich treffe selbst mit zielsuchenden Waffen. Ich mag allgemein zielsuchende Waffen in Spielen nicht. Die funktionieren oftmals nicht so, wie sie sollen. Sehr gutes Beispiel war ja Battlefield 2. Grauenhaft. Nein. Ich habe gar keinen Nav.A. Warum habe ich keinen Nav.A? Gute Frage, nächste Frage. Ah, jetzt habe ich einen Nachtbut A. Ja, jetzt habe ich einen. Okay. Oh, schon so spät. Es ist 12 Uhr nachts. 12 Uhr nachts. Ja, nicht 12 Uhr mittags. Nee, nee. 150 Meter. Hallo. Und tschüss. Nafa, 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 Nafa. Na komm. Aufschaltung geortet. Ah, ja, ja, nein, 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 ja. Feuerkontrolle, ich fliege hier mal gleich. Ich will hier doch nur weg, flieg doch zu! Warum fliegst du denn nicht? Was zur Hölle? Beweg dich! Mann! Alter! Was zur Hölle, wie weit können die noch schießen? Ich kann das auch nicht. Und dass ich eine Schrottschüssel als Schiff habe, ist jetzt kein Argument. Ich sehe die. Was zur Hölle? Die können einfach so rauffahren? Ich glaub's ja wohl nicht. Ach, leck mich. Ah, letztes Spielstand laden. Nee. Keine Ahnung. Beim nächsten Mal schauen. Ja, ja. Ich brauch lieber mal ein Schiff.
Wozu bietest du die ganze Panzerung hier an, wenn ich sowieso kein Schiff kaufen kann? Und das Ding sieht so scheiße aus, ne? Das glaubt man gar nicht. Fixer, automatisches Reparatursystem, okay, zum Fixe. Repariert selbstständig alle Systeme bis maximal 75%, ja. Ich kann es ja nicht kaufen! Ich kann auch die guten Waffen nicht kaufen. 2x 400 statt 4x 140. Egal, Spiel beenden, ja. Das war's für heute mit Schleichfahrt. Version 1.120. Ja, von Blue Byte 96, wie man sieht. Das war's. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.